Da sind wir wieder bei der WWE-Reihe und das letzte Six-Man-Match beginnt. Hardcore. Und ich würde sagen, also wir machen jetzt 2 gegen 2 gegen 2. Und ich würde sagen, wir nehmen. Ja, komm. Also ich werde Rey Mysterio nehmen, denke ich mal. Naja, wo bist du denn? Da bist du. Den Titel riskieren? Boah, von mir aus. Wer hält denn den Titel mit? Batista, ne? Ich glaube, Batista hält ihn noch mit. Oder nicht? Egal, wir nehmen jetzt jedenfalls Batista mit, weil der bestimmt auf sich selber aufpassen kann, denke ich mal. Und dann gehen wir einfach nochmal durch. Wen haben wir denn hier noch so? Bobby Lashley, Kalito. Wen nehmen wir denn dann noch so mit rein? Ich nehme mal Matt und Jeff Hardy vielleicht. Obwohl John Cena könnte man gut mit reinnehmen. Zusammen in einem Team mit Randy Orton. Und dann nehmen wir noch Triple H zusammen in einem Team. Jetzt habe ich's. Aber das ist auch irgendwie doof. Wir nehmen Triple H zusammen in einem Team mit dem Undertaker. Würde ich mal so sagen. Bam. So machen wir das. 2 gegen 2 gegen 2. Mit Stühlen und Tischen und. Mal gucken, was man da noch so finden kann, womit man sich noch auf die Fresse hauen kann. Und dann war es das auch schon wieder mit dem letzten 6-Mann-Match. Und dann gehen die Handicap-Matches los. 5 Stück an der Zahl. Und im Endeffekt noch dreimal Royal Rumble. Einmal mit 10 Mann, einmal mit 20 Mann und einmal mit 30 Mann. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ich werde das in drei Parts aufsplitten, denke ich mal. Vielleicht werde ich die ersten beiden Royal Rumble Matches auch in zwei Parts. Also in einem Part. Und das letzte, das richtige mit 30 Mann auch in extra Part. Das muss ich im Endeffekt sehen, wie ich das machen werde. Aber ich denke mal, es werden im Endeffekt drei Parts werden. Ich glaube, jetzt kann man das schon abzählen. Das werden also drei Parts. Dann mit diesem hier inbegriffen werden insgesamt, glaube ich, noch sechs Wrestling-Parts kommen. Mit dem hier schon drinnen, ne? Und dann war es das erstmal für dieses Jahr. Und nächstes Jahr wird dann der 2009er kommen. SmackDown vs. Raw 2009. Und darauf weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir werden jetzt, oh Gott, erstmal umgehauen. Jetzt erstmal die Steuerung gewöhnen. Ich habe gerade Fußball aufgenommen. FIFA und Pro Evolution Soccer. Aber gut. Wir sind wieder drinnen. Hoffe ich jedenfalls mal. Oh shit. John Cena wirft uns über die Schulter einfach so rüber. Wir sind hier noch der leichteste. Na gut, dann bewaffnen wir uns und wieder rein. Komm her, Cena. Digga, wir machen dich einfach mal platt. Versohl ihm den Arsch. Ja, genau, Batista, so ist richtig. Wir beide gegen den Rest der Welt, Digga. Bam. Das Tag Team hat mir auch damals immer richtig gut gefallen im. Oh, den wollte ich gar nicht. Im Dings. Ah, verdammt, den speichern wir halt erstmal in den Shows. Wenn die so gegeneinander angetreten sind. Miteinander angetreten. Gegeneinander, genau. Darauf ist es ja im Endeffekt auch immer hinausgelaufen, dass die Tag-Teams immer gesplittet wurden. Komm her, bam. Immer mitten in die Fresse rein. Komm her, zack. Einfach alle kalt machen hier. Komm hoch. Und den pornösen Finisher, den wir jetzt hier abliefern. Zack. Der ist ein bisschen lasch, ne? Also so ein bisschen. Ja, was heißt lasch? Der geht halt schön in die Fresse rein, ja, das ist schon klar. Aber im Endeffekt, so ein 619 sieht schon ein bisschen eleganter aus, ne? Wie sie damals immer alle gesagt haben, so ein 619, der bringt überhaupt nicht. Der kann gar nichts, der tut nicht weh, bla. Ich glaube schon, dass der weh tun kann.
Oh, den wollte ich nicht. Komm. Wir beherrschen jetzt hier den Ring. Die anderen zwei machen sich da in Ruhe gegenseitig platt. Komm her. 619. Boom. Oh. Ey, ich hab echt gedacht, jetzt war's das schon wieder. Weil wenn hier ein Pin fällt, dann ist vorbei, ne? Dafür müssen die nicht mal Batista oder mich pinnen, sondern irgendeiner muss gepinnt werden. Zack. John Cena wird jetzt hier gepinnt. 1, 2. Oh. Das war aber richtig hart knapp. Wie Randy Orton da zuerst noch so dumm rumstand und dann sich auf einmal so denkt, ey, eigentlich könnte ich ja auch mal eingreifen. Ah, verdammt, komm. Zack. Ah, verdammt. Ich wollte gerade sagen, halt mal. Aber anscheinend hat er ja keine Lust. Komm her. Wir werden uns dann eben den greifen. Wir greifen uns einfach immer den, der gerade so am Start ist. Au, das tut doch weh. Komm hoch. Und, ah, KO. Oh, er geht wirklich KO. Ups, eigentlich wollte ich jetzt noch mein 619 zeigen. Okay, was soll's, denn nicht. Und Schwierigkeitsgrad habe ich übrigens nichts verändert. Es ist immer noch so wie vor 10 Parts oder so. Aber okay. Dann wird jetzt das erste Handicap-Match kommen. Zeig mal, was war denn das? Das müsste einer gegen zwei sein. Ja, wir haben die Titel behalten. Wir sind einfach die Champs, Mann. Die absolute Killer. Was gibt es denn da für Handicap-Matches? 1 gegen 2. Weißt du was, wir machen das ein bisschen anders. Ich mache jetzt noch 1 gegen 2 und danach machen wir noch 1 gegen Tag. Und dann machen wir im nächsten Video die drei hier fertig. Und dann... Komm. Machen wir hier einfach mal wieder in 3 Match-Part und im nächsten auch. Ja, komm, ich nehme John Cena. Gegen Gregory Helms und... Nee, komm. Komm, wir machen es schon richtig geil. Wir machen es schon... Muss hier schon ein bisschen... was anderes sein. Wir machen hier, komm her. Wo bist du? Kane und Undertaker. Damit wir hier wenigstens ein Tag Team haben, was so ein bisschen glaubwürdig ist. Bam. Oh, ich denke mal, hier werde ich kassieren. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Sind die jetzt eigentlich beide im Ring oder sind die jetzt... Ist das Tag gewesen? Da habe ich jetzt nicht so dran gedacht. Hm. Naja, werden wir ja sehen. Aber im Endeffekt wird's hier auf die Fresse gehen. Ist nur noch fraglich für wen. Aber John Cena, den habe ich damals immer genommen. Da bin ich eigentlich eine Zeit lang richtig schön durch den Ring geflogen. Also nicht in dem Sinne, dass ich platt gemacht wurde, sondern dass ich andere platt gemacht habe. Da bin ich immer von einem zum anderen. Der war immer, der hatte so die gute Mischung aus Kraft und Geschwindigkeit. Und deshalb konnte ich eigentlich in Handicap-Matches, die ich auch manchmal gegen Kumpels gemacht habe, immer ganz gut bestehen. Aber das werden wir jetzt ja sehen. Was das wird. Komm her. Also das ging dann eigentlich okay. So ähnlich ging es los. Bis auf, dass die natürlich dann beide zu dem Zeitpunkt schon lagen. Aber verdammt, komm hoch. Komm hoch jetzt. Ja, gekontert. Komm her. Bam. Den ersten hauen wir um. Den zweiten. Okay, voll vorbei. Den zweiten. Zack. Den wird's auch geben. Und jetzt wieder auf den Undertaker. Oh, verdammt. Ja, natürlich kannst du jetzt nicht so die Mega-Aktion zeigen, weil du dich natürlich darauf konzentrierst, dass du einfach mal, aua, beide platt machst. Und nicht platt gemacht wirst. Komm her. Vor allem, ich lieg da. Komm her, ja, komm her. Gib's mir. Oh Mann. Aua. Jetzt werde ich hier schon wieder richtig hart durchgescratcht. Verdammt, Mann. Raus aus der Nummer. Raus. Wieso komme ich da nicht raus jetzt? Alter, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich da jetzt? Mann. Gib's doch nicht. Komm. Wie sie einfach weggehen, ey. Solche Penner. Au.
Oh, ich bin schon gelb. Das sieht nicht gut aus. Bam. Ich verstehe allerdings nicht, warum wir jetzt hier das Match zuerst haben. Einer gegen zwei, sodass beide schon im Ring sind. Hätten wir nicht erstmal ein Handicap-Match machen. Also so ein... Aua. Boah, der war richtig mies. Der eine kontert mich aus. Oder trickst mich aus und der andere... Hey. Meine Fresse, Alter. Da fällt mir was Ähnliches zu ein. Eine Sache, die mich mal... Wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Und, dann war das so. Da hat der eine, also da haben wir den einen eingekesselt, ne? Zu zweit haben wir den einen eingekesselt. Mein Kumpel stand, also das war ja beides meine Kumpels, aber im Endeffekt, ja, so muss das sein, bam! Im Endeffekt standen beide, also der eine stand vor dem Typ. Der andere, das war ich, der stand hinter dem Typ. Und der Typ vor dem, also Typ Nummer A, ne? Typ Nummer A steht vor dem Typen. Typ Nummer B, das bin ich, steht hinter dem Typen. Und Typ Nummer C ist der Typ in der Mitte. So, Typ Nummer A steht vor dem Typen, wirft einen Schneeball. Typ Nummer C, der Typ in der Mitte also, der duckt sich. Und Typ Nummer B, das bin ich. Ich krieg das Ding voll in die Fresse, ey. Oh, das war richtig. Das war Fail. Das war richtig hart Fail. Boah, ey. Meine Fresse, ey. Bam. Dafür wurde der Typ nachher im Endeffekt noch eingeseift. Aber das ist ja nebensächlich. Ba-ba-ba-di-da. Oh, zack. Ah, da habe ich noch eine Geschichte. Ich habe noch eine geile Geschichte dazu. Das Match ist jetzt hier erstmal Nebensache. Ich kacke hier so ab. Auch Weihnachten, Schule. Erste Hofpause. Es ist ja meistens so 2 Stunden Unterricht gewesen. Hofpause, 2 Stunden Unterricht, Hofpause, 2 Stunden Unterricht, Feierabend. So, also 6 Stunden insgesamt. Erste Hofpause, Schneeballschlacht draußen. Ich bück mich, weil ich Schneeball aufheben will. Oh, verdammt, Alter. Jetzt. Und jedenfalls will ich den aufheben. Und in dem Moment, wo ich den aufhebe, höre ich nur noch so ein reißendes Geräusch, so was. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich mir die Hose aufgerissen habe. Dabei bei dem Versuch, Schneeball aufzuheben. Erstmal die Hose aufgerissen. Und ich habe die 4 Stunden, die ich danach noch hatte, inklusive Hofpause und einer Hofpause und 2 Kleinpausen, habe ich doch glatt überstanden, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat. Und zu Hause habe ich meine Hose dann ausgezogen, habe mir die angeguckt. Ey, da war übelst der Riss drin, ne? Bloß der war so, wie soll ich sagen, der war so, dass man den nicht sehen konnte. Weil der genau unter einem sozusagen war. Aber es war schon der Knaller. Ich bin dann auch den ganzen Tag immer so gegangen, dass ich im Endeffekt möglichst eine Wand hinter mir hatte. Also man hat's nicht gemerkt, ich saß auch viel. Also, das war schon irgendwie der Knaller. Oh verdammt, Mann, ich werd hier richtig krass Aua alle gemacht. Gleich war es das hier mit mir. Oh Mann. Übelst. Aua. Komm her. Komm hoch. Zack. Da. Aua. Verdammt. Und. Bam. Komm her. Zack, wir hauen die jetzt nochmal alle zu Brei. Oh, verdammt. Da. Ja, man könnte vielleicht nochmal kurz das Thema anschneiden. Es gibt ja jetzt mittlerweile, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, den neuen Trailer zu nee, warte mal. Wie heißen die Dinger denn jetzt mittlerweile? WWE 2K heißen die Dinger, ne? WWE 2K oder so. Jedenfalls gibt's da von 2015 den Trailer. Der ist ja schon mal richtig, richtig nice. Also da habe ich richtig Bock drauf gekriegt. Und da am Ende vom Trailer, Achtung, ich spoiler jetzt das Ende, wer da zu sehen ist am Ende. Da ist Sting zu sehen. Ey, da musste ich so richtig krass feiern. Sting mal zu zocken wäre auch schon richtig cool.
da hätte ich schon mal Bock drauf. Oh Mann, aua, aua, aua. Das hat mich sowieso damals immer geärgert, dass das Ding nicht zur WWE gekommen ist. Ich weiß ja nicht, wie sie jetzt mittlerweile ist, ob TNA noch existiert und so. Kein Plan. Ich weiß auch damals, als ich mal versucht habe, eine Zeit lang TNA zu gucken, weil da auch ein paar ganz gute Wrestler immer waren. Booker T war ja auch mal eine Zeit lang bei Dings, bei TNA und Sting war da und RVD war da und Christian und Kennedy und keine Ahnung. Ein paar kannte man jedenfalls. Und da hat man schon irgendwie ein bisschen Bock drauf gekriegt. Allerdings, ey, es war damals noch eine Zeit, wo der Ring 6 Ecken hatte. Normalerweise hier hat der Ring ja 4 Ecken. Und da hatte er halt 6 Ecken. Und, ey, damit konnte ich echt nichts anfangen. Ich fand das kacke. Oh. Oh, da haben wir doch noch gewonnen. Ups. Ja, kann ja mal passieren. Na gut, dann machen wir direkt das nächste Match hinterher, ne? Aber normalerweise müsste man das jetzt ja noch leichter gewinnen, ne? Wenn du jetzt 1 gegen Tag machst. Komm, dann beeilen wir uns direkt. Wen nehmen wir denn jetzt? Ich würde sagen, jetzt nehmen wir die Hardy Brothers. Die Brothers, die Hardys. Als Tag Team. Und als Match... Als Wrestler nehmen wir... Boah, keine Ahnung. Wen nehmen wir denn da? Batista oder so? Ne, Batista. 1 gegen Tag. Und zwar nehmen wir da. Wen nehmen wir denn jetzt? Ja, lass mal Triple H nehmen. Oder ne, Shawn Michaels nehmen wir. Shawn Michaels gegen Matt und Jeff Hardy. Komm her. Jeff Hardy und Matt Hardy. Komm her, Matt E. Matt Hardy, los geht's. Kein Ding. Dab, dab, da, di, da. Was ich auch sagen musste, damals, als The Rock wieder zur WWE gegangen ist, da habe ich eine Zeit lang wieder Wrestling geguckt. Ich muss sagen, man hat The Rock in den Matches angesehen, dass er nicht mehr so derjenige war, der früher mal war. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich früher nie so wirklich in Aktion gesehen habe. Außer von einigen DVDs. Wrestling-DVDs oder so. Weil er ja danach Filmkarriere gemacht hat und so, ne? Man hat ihm angesehen, dass er nicht mehr so der Typ war, der er mal war. Einfach, er wirkte nicht mehr so wirklich fit. Zwar der gut Muskeln und so, aber irgendwie so fit wirkte er nicht. Er wirkte nicht so, dass er längere Matches durchhalten konnte. Aber, also wie sie es damals aufgezogen haben, dass er erstmal die ganze Halle, das machen sie ja öfter so, das haben sie ja bei Y2J, bei Chris Jericho auch so gemacht, dass sie dann erstmal die Halle so komplett dunkel machen und sagen, ja, da kommt einer zurück und so, ne? Und dann geht auf einmal die Mucke an und einfach nur, da kann man einfach nur feiern, ey. Bei The Rock war das richtig krass, da war das richtig, richtig geil. Und bei, ich glaube, da gibt es sogar noch Videos auf YouTube zu sehen von. Und bei Dings war es genauso bei Chris Jericho, das war schon richtig geil, wie die da immer returned sind. Und zack. Sowas ist auch beim Royal Rumble immer ganz cool, dass da auf einmal Leute kommen, mit denen du einfach nicht rechnest. Royal Rumble ist sowieso so eine Sache, also die macht echt richtig Fun, weil da wirklich jeder gegen jeden so, jeder gibt sich mal die Klinke in die Hand so, macht schon echt Fun. Ich mag das ja sowieso, wenn mehrere Leute im Match verstrickt sind, wenn da jeder mal jedem auf die Fresse gibt. Das ist immer ein bisschen spannender, als wenn da bloß einer gegen einen matcht. Da, 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 da. Das finde ich auch immer ein bisschen schade bei den Tag Team Matches, dass das wirklich immer nur da so 2 gegen 2 im Tag Team ist. Und nicht so wie hier vorher, wenn dann zum Beispiel 2 gegen 2 bereits im Ring sind. Das finde ich immer ein bisschen geiler, weil dann ist mehr Action drin. Mehr Dynamik, da stehe ich ja drauf. Ich feiere ja sowieso eher so die Technik-Leute.
die da richtig was gerissen kriegen im Ring. Natürlich muss es auch mal so ein Batista sein oder so, der einfach mal alles leer räumt da. Oh. Naja, gut. Dann war es ja ganz gut, dass ich 3 Matches heute gemacht habe in dem Part. Das ist ja ganz passend gewesen. Ja gut, dann beenden wir es hier. Im nächsten Part wird es dann wahrscheinlich 3 Matches nochmal geben. Und dann wird es nochmal 3 Parts geben, wo dann die 3 Royal Rumble Matches abgefertigt werden. Und danach ist dann erstmal Feierabend mit WWE. Dann werden wir weitersehen, was so kommt. Wahrscheinlich ja HyperDBZ. Mal sehen. Bis dann. Hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, ciao.